Today versuche ich als Skelett in weniger als 100 Tagen einige Aufgaben und Challenges zu bestehen. Mit der Zeit wird man immer größer und größer und irgendwann werden wir in der Lage sein, solche Kreaturen zu bekämpfen. So, wir sind jetzt erstmal ein kleines Baby. Das bedeutet, wir müssen richtig auf der Hut sein, aber als Baby dürften wir eigentlich noch gar kein Feuerdamage bekommen, ne? Als Erwachsener sieht es aber leider schon wieder anders aus. Also müssen wir bis dahin auf jeden Fall einen Helm bekommen. Baby-Zombies sind natürlich viel, viel schneller als normale Zombies so. Aber wir als Baby-Skelett sind jetzt nicht irgendwie signifikant schneller als normal. Jedenfalls crafte ich mir jetzt zuerst ein paar Items und dann geht es auch schon in die Mine. Barmut, hier sind wir auch schon, aber das Problem ist, alle Mobs greifen uns einfach an. Als Erwachsener dürfte sich das wieder ändern, aber jetzt die nächsten Tage wird es auf jeden Fall eine schwierige Zeit, nehme ich mal an. So, und jetzt gönnen wir uns noch ein bisschen was zu essen. Okay, das war knapp. Aber dafür haben wir unser erstes Eisen. Wir werden es jetzt nicht sehr leicht haben in der Nacht, wenn wir kein Essen bekommen. Straight up runtergraben ist eigentlich nie so die beste Idee, ich weiß. Wäre ja aber auch langweilig, wenn wir nichts riskieren würden. Das Coole ist, wir müssen jetzt nur winzig kleine Tunnel machen. Yes, wir haben ein paar Dias gefunden. 7 Stück ist nicht schlecht. Okay, suchen wir mal weiter. Junge, was geht da jetzt ab? Okay, nee, da ist zu viel, da ist zu viel. So, endlich sind wir jetzt mal draußen. Jetzt sollten wir uns mal langsam auf die Suche nach einem Dorf machen. So, wir sind jetzt schon lange unterwegs, aber wir haben noch immer kein Dorf gefunden. Das macht mir ziemlich zu schaffen. Okay, aber wir sollten auf jeden Fall weitersuchen. Vielleicht finden wir im Fichtenwald etwas. Alright, endlich haben wir eins. Oh, ein Creeper, verdammt. Oh Gott, Junge, war das knapp. Diese Minecraft-Physik ist einfach immer wieder unbeschreiblich. Jetzt sollten wir mal unser Eisen schmelzen. Jetzt sind wir auf jeden Fall bereit für den Nether. So, das Essen habe ich mal in den Ofen reingehauen und jetzt sollte ich noch ein paar Spinnen farmen, damit wir auch einen Bogen haben, ne? Oh, okay, das war knapp. So, jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch einen Lavasee und dann können wir... Oh, was macht der denn hier? Und dann können wir ins Nether gehen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder auf die Suche gehen und das wird schon ein Weilchen dauern. Oh, sind diese Schluchten heimtückisch. Bis wir einen Lavasee finden, dauert das wahrscheinlich noch eine Weile. Bis dahin tue ich mal vorspulen. So, jetzt haben wir endlich einen Lavasee gefunden. So, das haben wir mal. Und rein da. Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen leiser. Okay, wir haben einen sehr, sehr schlechten Start. Okay, na gut, dann sollten wir anfangen, die Festung zu suchen. Das Gute ist, wir haben jetzt dieses blaue Biom hier gefunden, aber uns verfolgen ein paar Piglins. Und außerdem gibt der Gas auch nicht locker. Und Junge, dieser Shader sieht mal gut aus. Und da haben wir den ersten Enderman. So, wir dürfen im Prinzip jetzt alles haben. Und jetzt müssen wir im Prinzip nur noch eine Netherfestung suchen. Ob das so einfach wird, naja, wir werden sehen. Alles klar, wir haben es jetzt endlich. Wir müssen es nur darauf schaffen und das ist sicher. Oh je. So, und jetzt sollten wir vielleicht noch ein paar Kisten suchen, damit wir vielleicht noch mit den Piglins traden können. Nope, also ich habe jetzt genau gar nichts gefunden, aber vielleicht finden wir ja noch eine Festung. Ich habe jetzt schon sehr, sehr lange wieder nichts gefunden. Bedeutet, ich werde mich langsam auf den Weg zum Portal wieder machen. Ich glaube, das ist die beste Idee. Und hier sind wir auch schon wieder. Junge, ich raste komplett aus. Ich habe vorher eine Bastion entdeckt, aber das habe ich leider nicht aufgenommen. Es ärgert mich zwar, aber es ist jetzt nicht unbedingt so viel vom Videomaterial verloren gegangen. In der F5-Version wird das Schild gar nicht angezeigt. Wir gehen einfach nur wie ein Zombie so. Oh nein, es ist zersprungen, oh nein. Dafür wissen wir es, wo es hingeht. Oh Gott, ich war gerade AFK. Ich wäre fast gestorben, verdammt. Es ist ja Halloween, stimmt. Soweit ich weiß, haben Skelette und Zombies jetzt alle Kürbisse auf, ne? Das ist halt for real so ein ganz kleines Feature, was ich richtig feiere so an Minecraft. So, wir sehen uns wieder eines Tages. So, jetzt sind wir wieder am Start. Irgendwie ist es mega schaudig unter Wasser so mit diesem Shader. So, also wir dürften jetzt schon fast da sein. Okay, ja, wir sind da. Jedenfalls graben wir uns jetzt runter. Ich höre schon die Silberfischchen. Gut, wir dürften jetzt da sein. So, und jetzt kommt die beste Arbeit. Okay, ich bin jetzt schon hin und her gelaufen, aber ich höre hier irgendwie so ein Lavageräusch. Oh, okay, wir sind da. Nur die Sache ist, wir sind ja theoretisch einen Tag davor, erwachsen zu sein. Das bedeutet, wir werden natürlich den Tag abwarten, ne? Weil 5 Herzen mehr sind schon eine ziemlich starke Hilfe, würde ich mal so sagen. Ja, und deswegen entspannen wir uns noch ein bisschen. So, und jetzt rein da, Freunde. Okay, hier schaut mal alles recht normal aus. Der Shader stellt sogar hier so eine Sonne dar, was ich richtig cool finde. Oh Gott, Bruder, das sieht nicht normal aus. Nein, das... Das sieht gefährlich aus. Na gut, dann sollten wir jetzt so schnell wie möglich die ganzen Teile hier abschießen. Ich muss nur wegen diesem einen Mega-Enderman da aufpassen. Oh, okay. Ich bin ja ein Skelett, ne? Deswegen hat es ja auch gepasst, dass ich ihn hauptsächlich mit dem Bogen abschieße. Aber jetzt hätte ich gesagt, sollten wir dann nochmal so einen persönlichen Abschied geben, ne? Und deswegen sollten wir jetzt vorsichtig versuchen, einen Graben hier...
rundherum zu bauen, ne? Der große Dude ist auch schon wieder verschwunden, der war hier vor die ganze Zeit so. Aber im Prinzip macht er mir eh gar keine Angst mehr, weil jedes Mal, bevor ich in seine Nähe wiederkomme, ist er auf einmal weg. So, okay, das dürfte getan sein. Jetzt müssen wir nur noch abwarten und hoffen, dass er uns nicht random irgendwie hittet. Okay, ich sehe nicht, das ist ein Problem. Dann machen wir es auf diese Art eben. Wir sind ja immerhin noch ein Skelett, ne? Keine Animation, schade, schade. Wunderschön wie immer, also die erste Aufgabe haben wir geschafft. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder zurück in die Oberwelt. Und hier sind wir auch schon wieder. Nur das einzige Problem ist, wir brennen jetzt als große Erwachsene. Das ist ziemlich unvorteilhaft. Selbst wenn ich so ein bisschen aus dem Wasser rausgehe, stehe ich einfach instant in Flammen. Dann mal schnell unter den Baum hier. Oh, okay, ich hoffe, das funktioniert so. Perfekt, das tut es. Und jetzt widmen wir uns der nächsten Aufgabe. Dafür müssen wir nur einen richtigen Platz finden. Und die Sache ist, ich finde Savannen richtig hässlich in Minecraft. Das sind einfach wirklich das hässlichste Biom überhaupt. Ja, weil unsere Aufgabe ist es jetzt, ein riesiges Skelett zu bauen. Dafür müssen wir aber auch erstmal eine kleine Base schaffen. Hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Wir könnten ja theoretisch auch Knochenblöcke verwenden für Skelettern, aber das ist ein bisschen, ja, sehr umständlich. Deswegen werden wir es einfach mit Wolle machen. So, wir plündern uns erstmal das Dorf, danach bauen wir unsere Base auf und dann können wir auch schon starten. Wir haben hier sogar Schildkröten gefunden, das ist sehr stark. Wir sollten sie mal einsperren, bevor sie abhauen können. Anscheinend haben die nämlich sowieso einen Ehestreit gerade. Wieso brenne ich jetzt? Warum ist der Helm kaputt gegangen? Gut, dann müssen wir uns erstmal einen Ofen wieder machen. Wir dürften jetzt genug haben und hoffentlich bricht er nicht wieder allzu bald. Weiter geht's. Wir müssen jetzt halt for real Samen anbauen. Wir können aber trotzdem mal die Schafe scheren. Ist das gerade sein Ernst? Schon wieder? Das kann es doch nicht sein. Wie random war das jetzt bitte? Der ist einfach so aus dem Nichts. Okay, das heißt, wir sollten jetzt in der Zwischenzeit, wenn das hier wächst, auf jeden Fall meinen gehen, weil das kann es doch nicht sein. Damit wir aber später auch ohne Helm rumlaufen können, weil ich will nicht dauernd einen neuen machen, machen wir dann später noch so ein Dach hier hin. Der nutzt sich einfach von selbst ab, jetzt sieht man es wieder. Okay, wir sind jetzt fertig. Dieser kleine Go schläft schon wieder auf meinem Bett. Au, au, au. Okay. Jetzt dürfte es für eine Zeit lang klappen, okay. Aber davor sollten wir unser Dach hier machen. So, jetzt dürften wir mal ein bisschen Ruhe haben. Und jetzt können wir auch die Schafe schon mal holen. By the way, jetzt greifen uns Mobs nicht mehr an. Ich habe noch gar nicht gewusst, dass Creeper eigentlich so klein sind. Das dürften erstmal alle gewesen sein. Und jetzt warten wir mal, bis wir eine große Menge zusammen haben. Einige Zeit ist vergangen und ich würde mal sagen, wir haben jetzt genug Wolle. Und da es auch gleichzeitig mitten in der Nacht ist, würde ich mal sagen, wir fangen jetzt mit dem Bauen an. Alright, nach einiger Zeit haben wir es mal geschafft, so gut wie alles vom Skelett her zu bauen. Der Kopf fehlt noch, ist ganz klar und dafür muss ich, glaube ich, auch noch so ein bisschen schwarze Wolle anschaffen. Oh, und du siehst gar nicht gut aus. Ja, also ich glaube, ich habe es relativ gut getroffen, ne? Wenn man das jetzt so vergleicht, passt schon eigentlich, wenn man so genau hinschaut, ne? Es fehlt im Prinzip jetzt, wie gesagt, nur noch ein bisschen schwarze Wolle. Ich glaube, noch so ein bisschen graue Wolle für die Nase, ne? Und dann haben wir das Projekt eigentlich schon abgeschlossen. Wir müssen uns nur eine neue Schere machen und dann wieder loslegen mit dem Farmen. Ja, und ich würde sagen, wir bauen hier auch direkt ein Nether-Portal auf, ein weiteres. Denn für unsere Knochenbase habe ich mir überlegt, brauchen wir klarerweise Knochen. Bevor wir aber irgendwas im Nether machen, sollten wir unsere Statue mal fertig kriegen, so. So, wir sind jetzt mit der Statue fertig. Es fehlt nur noch die schwarze und graue Wolle. Nur ich habe gar keinen Plan, von wo man die graue Wolle herbekommt. Für die schwarze können wir ganz klar einfach Tintensäcke verwenden. Aber für die graue echt keinen Plan. Man verliert unter Wasser auch gar keinen Atem, so. Ist im Prinzip eh logisch, weil wir sind einfach ein Skelett, ne? Was muss man dafür atmen? Ich habe aber sogar einen kleinen Plan, wie wir die graue Wolle bekommen. Aber im Prinzip wollen wir die noch ein bisschen hellere Wolle. Das bedeutet, wir tun dann einfach das Schaf hier mit einem weißen hier brüten einfach. Was für brüten? Ich meine natürlich vermehren. Obwohl ich überlege gerade, ob wir vielleicht das Ganze noch ein Block so nach vorne verschieben. Weil der Kopf ist eigentlich relativ schmal. Und eigentlich sollte er auf jeder Seite gleich breit sein. Yep, sieht schon mal gut aus. Jetzt führt im Prinzip wirklich nur noch seine Nase. Und jetzt ab in den Nether. Alright, okay, wir sind im schlimmsten Biom überhaupt angekommen. Sehr schön. Fragt nicht, wieso ich Minus dahin geschrieben habe. Meine Bindestrich-Taste funktioniert einfach nicht mehr. Das kommt wahrscheinlich vom Schlagen auf meine Tastatur wegen Overwatch. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass man Knochenblöcke auch ohne Silk Touch abbauen kann. Gut, gerade ist meine Eisenspitzhacke kaputt gegangen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wird es funktionieren? Ja, sehr schön. Und wir sind ja ein ausgewachsenes Skelett. Das bedeutet, uns dürften eigentlich die Mobs nicht angreifen. Bei denen wissen wir es eher, weil ich meine eigentlich bei den Gas jetzt. Aber nee, wir dürften sicher sein. Thank you.
Ich habe jetzt das ganze Biom hier leergeräumt, also ja, es dürfte mal für den Anfang genug sein, ne? Oh verdammt, es ist ein Tag vor Tag 50, wir müssen uns jetzt mega beeilen. Weil ab Tag 50 werden wir jetzt so ein Mutantenskelett. Ich weiß nicht, ob wir dann noch durch das Portal hindurchpassen. Oh verdammt! Oh nein! Junge, wie viel Pech kann man bitte haben? Soweit ich weiß, greifen uns jetzt die Mobs wieder an. Da wir aber der Mutant geworden sind, dürften wir eigentlich einen Bogen bekommen haben. Sehr schön, und der ist auch schon. Und ich glaube, der hier passt wirklich zu unserem Aussehen. Jetzt müssen wir nur noch unser Zuhause finden. Das wird nicht so einfach werden. Jetzt sind wir da, aber jetzt ist nur die Frage... Warte. Oh verdammt. Ah, wir haben ja noch das Obsidian. Sehr schön, okay. So. Jetzt passen wir da theoretisch rein. Warte, funktioniert das vielleicht mit dem... Ja! Oh mein Gott! Okay, ich bin hier gerade irgendwie durchgeleckt. Ich habe mega viel Schaden bekommen. Und wir haben sogar einen kleinen Freund hier am Start, der mich im Prinzip irgendwie umbringen will, aber zu schwach dafür ist. Unsere Mutantenform ist auch nicht die einzige in dieser Welt. Es gibt da draußen sehr viele weitere Mutanten, zum Beispiel Zombies, Endermans, wie wir im End gesehen haben, oder Creeper. Und ähnlich wie bei God of War ist es jetzt unsere Aufgabe, die alle zu töten. Und das habe ich noch gar nicht bemerkt. In der Oberwelt haben wir Jump Boost anscheinend mit dem hier. Das ist viel zu schnell, ich komme gar nicht drauf. Bevor wir aber riesige Mutanten bekämpfen, sollten wir auf jeden Fall richtig gut ausgerüstet sein. Und deswegen holen wir uns mal ein paar verzauberte Bücher. So, ich glaube, das habe ich relativ passend zum Thema gemacht. Und jetzt holen wir die Villager. So, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Einen sechsten Villager gab es leider nicht mehr. Anscheinend sind die schon alle gestorben irgendwie. Und jetzt müssen wir im Prinzip nur noch die Lecterns für sie machen. Perfekt, hier haben wir Zucker da. Oh, verdammt, wir brauchen ja ein Bücherregal. Okay, dann müssen wir ein bisschen mehr Zucker da suchen. In der Zwischenzeit können wir aber einem den Pfeilmacherberuf geben. Sehr stark, okay, der ist ein bisschen sauer auf uns. Der Pfeilmacher ist aber äußerst wichtig, deswegen kommt der Block zu wem anders. Alright, jetzt müssen wir ein bisschen traden, das dürfte einige Zeit dauern. Wir haben jetzt sehr, sehr lange getauscht. Hier haben wir zum Beispiel Protection 4, hier haben wir zum Beispiel Festsets 4 oder Dornen und Feather Falling. Ich meine, es sind nicht die besten, das ist ganz klar, also nicht Reparatur oder so. Aber glaubt mir, das hat jetzt sehr, sehr lange gedauert. Wir nehmen mal an, was sie haben. Gut, dann muss ich nur noch die Emeralds suchen. Jetzt haben wir einmal Dornen, zweimal Protection und einmal Feather Falling. Klingt doch schon mal nicht schlecht. Jetzt machen wir uns noch ein Oberteil hier, zack. So, wir müssen jetzt nur noch mit dem Eisen aufpassen. Weil mit dem Minen wird es mehr als schwierig, wenn wir so riesig sind. Okay, es gibt doch irgendwie keinen Trick oder so, wie wir vielleicht kleiner werden könnten. Äußerst spektakulär ist die Rüstung jetzt nicht unbedingt, aber sie reicht auf jeden Fall mal. Alright, jetzt machen wir uns auf den Weg. Als erstes werden wir versuchen, den Zombie-Mutanten mal umzubringen. Davor crafte ich mir aber ein paar Golden Apples. Weil die Sache ist, man findet diese Zombies vor allem in der Nacht, also müssen wir... Oh, okay, das war anders knapp. Also sollte ich mal jetzt noch hinsuchen. Alright, ich habe hier in den Bergen einen gerade gesichtet. Aber ich würde mal sagen, wir warten bis es Tag ist. Okay, versuchen wir es mal. Okay, da schreit er schon. Hitten wir mal ein bisschen aus der Ferne. Okay, er kommt näher. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Okay, okay. Wir können ihn gut zurückdrängen und die Zombies helfen ihm auch nicht unbedingt. Okay, im Nahkampf ist er uns überlegen. Da ist er auf jeden Fall sehr stark. Golden Apple brauchen wir noch nicht. Oha, haben wir getötet, was? Hä, war's das? Hä? Okay, okay. Er ist irgendwie unsichtbar. Okay, das macht es doppelt so schwierig. Das finde ich jetzt krass irgendwie. Wo ist er? Okay, okay. Okay, es ist schwierig, ihn zu hitten. Anscheinend haben wir jetzt wieder schlafen gelegt. Aber verdammt, unsere Hose. Fast alles schon kaputt. Wir sind fast tot, wir sind fast tot. Was? Wir haben ihn anscheinend besiegt. Was? Wir haben den Hulkhammer. Das passt irgendwie. Oha. Das passt irgendwie zu ihm. Wir haben jetzt dieselben Abilities wie er anscheinend. Okay, wir suchen jetzt das nächste Mob. Auf dem nächsten Platz steht der Creeper. Beziehungsweise der Mutanten-Creeper. Oh Leute, was habe ich da drüben gefunden? Bei dem Brunnen da drüben ist irgendwie ein riesiger Mutanten-Husk gespawnt. Der schaut noch eine Schippe stärker aus als der andere. Was? Junge, der kann Sandblöcke auf uns werfen. Okay, wir sollten, glaube ich, noch schlafen gehen, bevor wir uns den stellen. So, aber um ehrlich zu sein, will ich mich dem da gar nicht nochmal stellen. Weil wir wissen ja eh schon, wie es ist, ihn zu bekämpfen. Okay, dann schauen wir mal, wie stark du bist. Wir versuchen mal mit dem Hammer hier anzugreifen. Was? Das war's schon? Oha, was haben wir da bekommen? Kein Plan, was das kann. Dann ist der Creeper aber wirklich unser nächstes Ziel. Alright, ich glaube, ich habe den Creeper jetzt endlich nach ein paar Tagen gefunden. Sieht auf jeden Fall schon krass aus. Der sieht echt gefährlich aus, ne? Wir sind ein Skelett, deswegen versuchen wir es zuerst immer wie so ein kleiner... Wie so ein kleiner Loser aus der Ferne mal. Was, der kann sich selbst in die Luft sprengen? Oh je, yeah. Nein, was ist das? Was ist das? Das sind so Baby. Da kann einfach Baby-Creeper spawnen. Nein, verdammt. Oh Gott, okay. Auf...
Boah, was haben wir denn hier? Sehr interessant, wir haben irgendwie ein Creeper-Egg bekommen. Wir hätten einfach nur ein bisschen weniger Leben haben müssen, dann wären wir schon tot gewesen. Bin ja relativ weit weg von zu Hause, das dauert jetzt sicher eine Weile. Ja, wir müssen halt unsere kleine Tour jetzt unterbrechen. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier und wir brüten das einmal direkt aus, hätte ich gesagt. Die Sache ist, Freunde, ich warte hier schon eine lange, lange Zeit. Wir machen jetzt eine Mauer hier herum, damit auch nichts passieren kann. Relativ hässlich, aber erfüllt seinen Zweck. Ich hätte gesagt, wir stellen uns jetzt der letzten Aufgabe überhaupt. Und zwar der Mutanten Enderman im End. Wenn wir ihn damals wirklich angegriffen hätten, wäre das nicht gut ausgegangen. Soweit ich weiß, habe ich auch noch die Koordinaten vom End. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt auch mal dorthin. So, wo gibt es da einen Mutanten? Ah, da drüben ist einer. Perfekt. Jetzt bekämpfen wir nochmal die normale Version. Bevor wir ihn angreifen, sollten wir aber auf jeden Fall noch voll sein. Ich glaube, der ist einfach 6 Blöcke hoch circa. Junge. Okay, let's go. Fangen wir es an. Oh, verdammt. Junge. Oh. Okay, schnell weg. Oh Gott, wir sind langsam, wir sind langsam. Nein, nein, das kann sich nicht.